Hi, mein Name ist Oberbootsmann Sebastian. Ich bin der zweite Waffenleitmeister der Besatzung Foxtrot. Und das hier ist die Operationszentrale, mein Arbeitsplatz, den ich euch jetzt zeigen werde. Hier befinden wir uns in der Operationszentrale. Das ist praktisch das Herz des Schiffes und das Gehirn des Schiffes. Im Gefecht befinden sich hier zwischen 20 und 30 Personen in diesem Raum. Und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz. Von hier aus bediene ich die Waffen des Schiffes. Ich weise meine Ziele mit der Maus an und drücke im Endeffekt nur noch auf den Feuerknopf, um das Ziel im Endeffekt zu bekämpfen. Hier ist das Automatic Identification System, was so gut wie jedes zivile Schiff an Bord hat, womit wir Kontakte empfangen und wir können uns auch selbst ins System damit reinmelden. Ich habe angefangen als Matrose, Martanwärter. 2011, bin das erste Mal 2012 zur See gefahren, auf der Fregatte Augsburg. Es hat mir sehr gut gefallen. Bin dann weitergegangen bis zum Obermarten, habe mich im Endeffekt auf der Fregatte Hamburg dazu entschieden, den Bootsmann einzureichen. Bin jetzt Oberbootsmann und ja, ich bin froh, da gelandet zu sein, wo ich jetzt bin. Das zur See fahren macht mir tierisch viel Spaß. Man erlebt viel, man sieht viel. Wenn ich einfach morgens das Oberdeck betrete, die Sonne strahlt mir ins Gesicht und da kann man einfach mal tief durchatmen und den Tag beginnen und das ist einfach schön. Für mich war es schon immer wichtig, einen Job zu machen, der auch einen Sinn hat. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch um der Gesellschaft etwas zu geben, und zwar in diesem Fall Sicherheit. Denn wir als Marine sorgen explizit für die Sicherheit der Transportwege auf See, was natürlich dem ganzen Land zugutekommt. Ich hoffe, ich konnte euch für meinen Job begeistern. Falls ihr euch auch dafür interessiert, informiert euch auf karrierekaserne.de.